Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplänkusser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich mir gedacht, au backe. Als ich den Grundriss gezogen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, das wird verdammt groß, größer als gedacht. Und ich möchte diesmal nicht so einen Reinklotz bauen, sondern ich möchte Unregelmäßigkeiten da implementieren. Und ich hoffe, dass das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe vor mit mehreren Etagen und so weiter und so fort. Ne? Und dann wird natürlich wieder so eine kleine Show stattfinden. Beleuchtung soll da sein. Objekte werden hinzugefügt und so weiter und so fort. Ich platziere übrigens den Eingang noch ein paar Mal um. Also es wird noch ein paar Mal umgeschoben. Und ja, es wird ein Großprojekt. Es wird ein etwas, sagen wir mal, Großprojekt ist WOD-Ride. Sagen wir mal, WOD-Ride ist ein Monsterprojekt. Ja, ist doch ein Großprojekt. Ja. Vor allem habe ich jetzt rausgefunden, dass man, oder hatte ich das schon mal? Ich weiß nicht, ist vielleicht auch in Vergessenheit geraten, dass man die Geländer da wegentfernen kann. Wegentfernen ist auch geil. Die kann man wegentfernen. Und zwar, wenn du einfach auf Wege klickst und dann Geländer entfernen. Das ist so geil. Das ist nämlich sehr hilfreich. Vor allem, wenn man das später erst merkt, wenn man die Wände schon gezogen hat. Ist auf jeden Fall also ein Tipp, den musst du befolgen. Erst Wände ziehen, dann gucken, dass das geht. Also, dass man das Geländer entfernen kann. Und dann musst du die Wände nochmal neu setzen. Musst du mal getan haben. Also, das kommt ganz oben auf meine To-Do-Liste, wenn ich dann Plänkusser nochmal spielen werde. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.